Hallo Meerwasserfreunde und Aquarianer, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um sandgrabende Seesterne. Ihr erfahrt, wofür sie nützlich sind, warum sie besser zu halten sind als andere Seesterne und mit welchen Tieren ihr sie lieber nicht vergesellschaften solltet. Also, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, lasst gerne ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Wenn wir uns über Seesterne im Allgemeinen unterhalten, muss man wissen, dass sie in zwei Klassen kategorisiert werden. Zum einen gibt es die Schlangenseesterne, die erkennt man daran, dass sie einen vergleichsweise kleinen Körper haben und lange Arme. Diese sind in den meisten Fällen in Aquarien einfach zu halten. Auf der anderen Seite haben wir die Kissenseesterne, die haben einen großen Körper und vergleichsweise kurze Arme. Für die meisten Gesellschaftsbecken sind diese nichts, einige kann man davon maximal in einem Artenbecken halten. Und jetzt sehen wir schon, unser sandgrabender Seestern ist ein Kissenseestern. Und der ist eine Ausnahme, weil der ist unter bestimmten Bedingungen gut in einem Artenbecken zu pflegen. In der Natur finden wir diesen Seestern im Süd- und im Ostchinesischen Meer und um die Philippinen herum. Dieser benötigt eine Aquariumgröße von um die 150 Litern. Jedoch muss man hierbei natürlich beachten, dass die Literanzahl nicht wirklich eine Rolle spielt, vielmehr geht es um die Grundfläche und diese sollte meiner Meinung nach ca. 50 x 50 cm betragen. Wie es sein Name schon sagt, benötigt ein sandgrabender Seestern eine gewisse Sandschicht, um sich darin eingraben zu können. Die Sandschicht soll mindestens so hoch sein, dass er sich darin einmal vollständig eingraben kann. Der Grund dafür ist offensichtlich, er versteckt sich vor Fressfeinden, aber er ernährt sich durch das Durchgrubbern gleichzeitig von totem organischem Material, Detritus, Bakterienfilme und den Algenaufwuchs. Für uns Aquarianer hat das den Vorteil, dass im Sand keine Gammelablagerungen entstehen und durch die Filtrierung der Sand am Ende schön weiß bleibt. Dadurch, dass die Seesterne in den allermeisten Fällen keine Ersatznahrung annehmen, ist es extrem wichtig, dass wir sie nicht in zu frisches Becken einsetzen. Es sollte sich schon eine gewisse Mikrofauna gebildet haben, damit sie nicht jämmerlich verhungern. Wie ihr sicherlich schon rausgehört habt, ist die Ernährung das A und O der Seesterne. Diese verhungern nämlich sehr langsam und man kann es optisch nur sehr schwierig feststellen. Seesterne neigen nämlich dazu, sich selbst aufzufressen, wenn sie verhungern. Ein Anzeichen dafür wäre zum Beispiel, wenn einer seiner Arme sich deutlich verkürzt. In den meisten Fällen ist es dann schon zu spät, aber man kann auch Glück haben und der Seestern erholt sich wieder und dann wächst der Arm auch wieder nach. Einige Aquarianer vermuten, es ist ein deutliches Zeichen für seinen Hunger, wenn der Seestern an der Scheibe herhochklettert. Das ist jedoch nicht bewiesen, weil letzten Endes wieder andere Aquarianer die Erfahrung gesammelt haben, dass sie trotz diesem Verhaltens den Seestern noch einige Jahre halten konnten. Falls der Seestern mal runterfällt und auf dem Rücken landet, braucht ihr ihm nicht helfen, wenn es ihm gut geht, schafft er es aus eigener Kraft, sich wieder aufzurichten. Letzten Endes ist dieses Verhalten auch ein guter Indikator für seinen Gesundheitszustand, jedoch solltet ihr ihn natürlich nicht absichtlich ärgern. Kommen wir noch zu dem Punkt Vergesellschaftung mit anderen Tieren. Der sandgrabende Seestern ist ein absolut friedliches Tier, es gibt keine Übergriffe auf andere Fische, Wirbellose oder Korallen. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht allzu viele Nahrungskonkurrenten einsetzt, die ebenfalls den Boden durchgrubbern, wie zum Beispiel die Baggergrundeln oder sandgrabende Schnecken. Natürlich könntet ihr diese Tiere zusammen vergesellschaften, ihr könnt auch mehrere Seesterne gleichzeitig halten, jedoch müsst ihr dabei eure Beckengröße beachten. Kommen wir noch zur Anatomie der Seesterne. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, können die Seesterne sich fortbewegen. Unter ihren Armen befinden sich kleine Saugnäpfe, sogenannte Röhrenfüße, mit denen sie sich wie ein Tausendfüßler fortbewegen können. Des Weiteren besitzen sie zum Atmen ausstülpbare Klappen. Auf schlau nennt man die Papula. Diese sind winzig klein, die könnt ihr nicht sehen. Und gerade beim Einsetzen der Tiere müsst ihr darauf achten, dass sie dabei nicht an die Luft kommen. Falls der Seestern mal selbstständig das Wasser verlassen sollte, klappt er diese Klappen ein und unterbricht für einen kleinen Moment die Atmung. Falls ihr den Seestern aber unkontrolliert aus dem Wasser holt, kann es passieren, dass er dabei am Ende erstickt. Leider kann man im Urlaub oft beobachten, dass Leute für schöne Fotos die Seesterne aus dem Wasser holen. Sicherlich wissen sie gar nicht, dass sie den Tieren damit schaden, aber wir als Meerwasser-Aquarianer, die es ja besser wissen sollten, machen das bitte nicht. Ja Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, bleibt salzig und bis zum nächsten Mal.